Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, da steckt noch der Motor, der Wagen in der Leitplanke. So, ich bin absolut überzeugt, wir finden jetzt, und das ist unsere Hauptquest. Moment, ich schaue noch kurz mal ins Inventar. Oh mein Gott. Wir finden einen Kanister. Das ist unsere heutige Quest. Einen Kanister für den Wagen, den wir dort in den Sand, in die Leitplanke gesetzt haben. Das muss unbedingt sein. Ohne Kanister geht die Welt dort nicht ins... So, Preco. Kanister. Wo findet man Kanister? In Garagen? Vielleicht? Möglicherweise in Werkstätten. Garagen, Werkstätten, irgendwo muss es einen Kanister geben. So, wir schauen noch kurz mal auf Stoppwechsel. 82, wir müssen auf die Toilette. Es ist 82 vor Rosenas. So, an der Stelle möchte ich auch den guten Maino grüßen. Hi. So, habe mich total gefreut, wieder von dir zu lesen. Oh, da war was, ein Geräusch. So, ich muss aber, zuerst muss ich auf die Toilette. Ist da jemand? Nö. Essen brauche ich jetzt im Moment auch keins. Ich brauche einfach eine Toilette. Bauchtasche? Nö, Handschuhe, aber... Nö, die wir haben, die sind schon gut so schön grau. So. Gut. Ein Haus ohne Toilette. Interessant, ein Haus ohne Toilette. So, wir gehen mal da rauf, oder? Gehen wir da unten? Ich brauche einen Kanister, ich brauche einen Kanister. Da ist doch wer, ich kann das riechen. Also, da kann ich mich nicht konzentrieren und Pipi machen. Wenn da irgendeiner röchelt um die Ecke. So, Bauchtasche, 72er. Brille, nö, die wollen wir eigentlich nicht. So, also, zur Polizei könnte man natürlich auch schauen, aber wo röchelt da wer? Da, hinter der Polizei. Ach, das ist so ein starker Panzer da und ich ohne Waffe. Im Moment, ich habe eine Waffe. Kann ich da rein? Ich muss tatsächlich die Tür benutzen. Hallo? Okay, da ist keiner. Ich sah ihn doch. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Gib mir deinen Kanister. Der nächste bitte. Ja, guter Mann, haben Sie vielleicht einen Kanister für mich? So, jetzt auf den Schock mal den Käse schnabulieren. So, Stoppwechsel. Ja, 87, es wird Zeit. Oh, über 3000% haben wir. Ich hätte Car-Repair-Set. Ich hätte das alles im Auto lassen können. Oh mein Gott. Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Ein Klo. Bauchtasche. Nö. Ranzen. So. Da ist aber der Deckel zu. Da kann ich nicht. Wenn Deckel zu ist, kann ich nicht auf die Toilette. Es geht einfach nicht. Dü, 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 dü. Oh, wieso liegen denn diese Männer hier?
steckt dessen Fuß tatsächlich zwischen seinen Beinen. Sowas aber auch, was die Männer unbeobachtet hier tun. Es ist Wahnsinn, ein Stück Gummi. Haben die auch noch diese Ferkel? So, na gut. Laufen wir mal da zur Garage. So ein Reparatur. Oh, die ist 95, ist die. Das ist natürlich schon eine feine. Eine feine ist sie. Eine feine. Ich wollte eigentlich gar nicht auf die Polizeistation, aber jetzt, wo wir schon da sind. So, pass auf. Fünf Schuss. Oh, da ist eine Garage. Ich wollte auf die Toilette. So. In den Dingen drinnen, in den Kisten, werden wir wohl keinen Kanister finden. Oh, überall finden wir jetzt diese blauen Westen. Das ist schon gut, aber ich will auf die Toilette. Bevor wir da in die Polizei reingehen, will ich eine Toilette. Zu diesem Zweck. Na gut. Oh. Oh mein Gott. Hat die mich jetzt erschreckt, die Dame. So. Nägel. Ja klar, dass die so schreit, wenn die Nägel in der Tasche hat. So, was haben wir da? Oh, 81. Oh, der ist aber schön. Welche Farbe hat der? Oh, so richtig blau, so richtig blau. Ja, ja, schön, schön, schön. Nö, ich nehme nicht jeden Beutel mit. So, wenn man da oben wohnt, aber auf die Toilette muss, muss man tatsächlich, ich werde durchs Fenster in die Toilette einsteigen. So, da ist der Deckel zu. Wie soll ich auf diese Toilette gehen, wenn der Deckel zu ist? Und jetzt wird es echt schon dringend. Verdammt. Es hat mich gesehen. Ja, dann muss ich es auch töten. Wenn es mich schon gesehen hat. Oh, trägt das meine Leggin? Trägt es meine Leggin? Wo finde ich jetzt ein Klo? So. Tatsächlich. Aber diese widerliche Leggin. So, rein. Ist hier ein Klo? Ein Gang. Ist hier ein Klo? Klo? Der Deckel ist zu. Oh mein Gott. Okay. Es wird langsam dringend, Jungs. So, da ist seine Werkstatt. Schauen wir zuerst in die Werkstatt rein. Es wird echt dringend. Es wird echt dringend. Hier noch? Ja, Schrott. Alles Schrott. So, dann frage ich da mal ganz höflich. Nach einem Klo. Höflich und friedlich. Das kann Weitraut am besten. Höflich und friedlich. Was ist denn das? Ein Shirt. Okay. Nein, 98. Wir haben 98. Was ist das? Bleiplatte. Ja, für Munipressen ganz gut. So, wir schauen mal nach oben. Die schaut ja heftig aus. Das würde Weitraut wieder eher gefallen. Heftig in lila. Was war das? Sind das so Lackschuhchen? Mirdas-Schuhe. Nö, wir haben die weißen Sportschuhe, die sind schon. Oh, Gott sei Dank, eine Toilette. Bauchtasche. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil... Oh, 99%. Oh, Gott sei Dank. Hups. Hups. Na fast. Na fast.
So, ist, ja, ich weiß, sie sitzt neben der Toilette, aber auf die Toilette, jetzt schau mal da rein. Na gut, ist auch keine Klobürste da. Wie hätte man es putzen sollen? So, wir platzieren Wald dort nochmal schön und verrichten ein großes Geschäft, weil das war nämlich auch schon dringend. 41. Ja. So. Oh, ja. Oh, ja, schwere Geschichte, schwere Geschichte. Oi, oi, oi. Und Gott sei Dank war der Klodeckel hier offen, weil sonst hätte Waltraud niemals, niemals können. So. Ja. Ja gut, sie hat auch die Mistgabel dabei. Falls sie mal einen größeren Haufen setzt. So, die Mörderschuhe. So, die ist total stylisch. Nur zum Testen, ja? So, wo ist ein Bett? Hallo? Ist da irgendwo ein Bett? Ja, hier. Stylisch. Stylisch. Total stylisch. Ja? Wäre tatsächlich was. Wäre tatsächlich was für Weitraut. So, da waren wir auch schon, oder? Nö, da waren wir nicht. Bauchtasche. So, dann gehen wir da noch rauf, der Vollständigkeit halber. Wie bitte? Hallo? Und jetzt? Ja. Komm, mein Freund, ich bin da, du bist da. Lass es uns austragen. Wäre da vielleicht nicht sogar eine Überlegung? War natürlich riskant mit der Mistgabel. Teufel. Okay, vielleicht hat ja er unsere Bauchtasche versteckt gehabt. Nö, hat er nicht. Früher hatten die Zombies noch Bauchtaschen. Das waren ja auch die allseits beliebten, gefährlichen, aber dennoch beliebten Bauchtaschen-Zombies. Gut, da wäre auch ein Klo gewesen. Das hätten wir zwar erobern müssen, aber es wäre ein Clou gewesen. Ja, die Weihnachtsmannmütze. Vielleicht sollte man weiter wieder die Haare schneiden. Oder wir lassen es wachsen. Also, beides ist möglich. Aber nichts ist fix. Ah, gleich viel befreiter. So, Kanister, Kanister, Mister Kanister. Stoppwechsel noch immer über 3000. Wir haben doch. Ich drücke das einfach aus. Ich drücke das einfach aus. Wo war denn die Polizei? Verdammt nochmal. So, egal. Wir müssen auf jeden Fall einen Kanister finden. Hallo? Schrott, alles Schrott. So, was war hier dran? Irgendwo war noch. Ja, was war hier dran? So, Grüße an Manni. So, wir schauen einfach weiter, weil es muss doch irgendwo muss es einen Kanister geben. Es kann gar nicht sein, dass es keinen Kanister gibt. Die Frage ist nur, wo? Wow. Da drüber hoppen. Ich bin froh, dass wir nicht mehr ständig auf die Toilette müssen. Na gut, mit 24, wir könnten die große Seite nochmal. So, hier hinten. Das ist einfach offen. Da ist die Mauer einfach.
aus. Da hinten in einem Speicher werden wir wahrscheinlich keinen Kanister finden. Wir schauen einfach trotzdem rein. Da hinten dieses Speicherkorn-Silo, wie auch immer. Ui. Okay. Danke. Nachher gehen wir bei der Tür, das ist leichter. Und da hinten wäre auch eine Tür. Hallo? Papier. Meine Freunde, ich brauche einen Kanister. Mr. Kanister. In dem hohen Haus wird nichts drinnen sein. So ein halbherziger Balkon. Früher bist du direkt noch in die Häuser bei der Tür reingegangen. Jetzt tust du nur noch durch die Fenster schwingen. Jo. So. Ja, weil es dringend ist. Dringend ist ja der Kanister. Okay, hier wären noch Toiletten. Der dringende Kanister. Da hat man noch seine Garage. Hallo? Ich habe echt immer bei diesen Toren, diesen Garagen immer das Gefühl, ich mache auf und drinnen steht einer, während das Tor noch öffnet und zieht mir eine über die Mütze. Was? Nö. Spitzhacke ist schon super. So. Geh doch mal in das Gelbe rein. Ja, aber finde ich da einen Kanister? Nö, aber die Bauchtasche. Gut, das kann ja tatsächlich sein. 84 ist nicht schlecht, aber unser Höschen ist noch in Ordnung. Bauchtasche. Ach, wie schön. So. So, dann gehen wir wieder runter. Nö. Verdammt, ein Kanister. Verdammt. Wo kriege ich jetzt am besten den Kanister her? Sorgen um den Kanister. Mr. Kanister. So. Also da nach drüben. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Gut, ich schaue mal wieder in Auto, weil manchmal sind seltsame Sachen in Autos. Ein Metallrohr, Streichhölzer. Das ist neu, früher war das nicht so. Gut, das war schon so. Und jetzt sind wir wieder bei der Polizei. Gut. Ja, ich würde aber sagen, wenn wir bei der Polizei schon sind, dann gehen wir auch rein. Da gehen wir rein. Hallo. So, frischen Kaffee? Wollen wir es uns ausmachen? Du und ich ganz allein. Wir zwei wollen Freunde sein. So, ich mag die Spitzhacke. Ich mag die Spitzhacke. Oh, da ist eine Überwachungskamera. Oh mein Gott. Es gibt Beweise. Jetzt muss ich da rein und... Oh. So. Ist da der Ort, wo die Überwachungskamera ist? Okay, es wurde nicht aufgezeichnet. So. Alle Aufzeichnungen überschrieben, gelöscht, vernichtet. So, Bauchtasche? Was ist das? Für die Shotgun. Ja, super. Das erinnert mich an unsere alte Shotgun. Die gute. So, dann haben wir da noch. Bauchtasche? Was ist das?
Ein Anglerhut. Toll. Also, stichsichere Weste. Ja, solange wir bei der Polizei herumhängen, brauchen wir die stichsichere Weste. So, was machen wir jetzt? Okay, nur für den Polizeieinsatz. Da waren wir jetzt überall drin. Kann man da noch was trinken, bitte? Und ganz gemütlich den Kaffee. So, damit er uns ein wenig aufputscht. So. Ja, was findet man da? Eine Block. Ja. Hey, Moment. 90? 99. Will die nach oben? Beim Oben gehen immer die Befürchtung, da liegt einer am Boden und... So, und bevor er aufsteht, geben wir ihm die zweite. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Spitzhacke. Was tun wir, wenn die mal abgenutzt ist? Keine Ahnung. So. Oh, da war auch eine Überwachungskamera. Ein taktischer Pullover. Tja. Baseballcap. So, und falls dann irgendwann einmal hier der Polizist wieder erscheint, können wir ihm den Einsatz geben. Ich nehme den mit. Ich nehme den mit. Komm, ich nehme den mit. Wie sieht denn das eigentlich mit Stoppwechsel? 23, 29, ja. Ja, überall die Überreste unseres Massakers. Weil wenn ich Massaker sage, meine ich. Also da hinten das Gelbe. Oh, wir nähern uns dem Ende der Folge. Wir nähern uns dem Ende der Folge. Die Schule. Macht es da noch Sinn, dass wir reinschauen? Apotheke. Da ist auch noch eine Garage. Wir nehmen die Garage noch mit. Die Garage hier. Und dann müssen wir leider die Folge beenden. Also wenn ich hier, na, da drüben ist auch noch ein Kaff, da könnten wir auch noch schauen, wenn wir hier tatsächlich keinen Kanister finden. Ja, im Karton. Da ist noch so eine Werkstatt. Die Werkstatt am Ende. Am Ende der Folge. Was ist das? Ach so, ein Mobiltelefon. Oh ja, das brauchen wir natürlich unbedingt. Fürs Folgenende brauchen wir das Mobiltelefon. Mobiltelefon. Super. Oh, ist das nicht schön hier am Meer? Mit dem Mobiltelefon in der Hand erzeugen wir einen Versicherungsfall. So, aber das war's auch schon für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich bin sicher, wir finden unseren Kanister noch. Und dann haben wir endlich wieder einen fahrbaren Untersatz. Weil wenn wir zu unserem zurückkommen, wird die Batterie leer sein. So. Vielen Dank, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.